Ich grüße euch Kindersolz, mein Name ist Gokugajin und ich erzähle euch heute wieder von der Aztani. Wir befinden uns im 31. Jahr nach der Entwicklung des ersten Wurmlochantriebs und die Aztani sind dabei, sich auszubreiten und treffen dabei immer wieder auf so ein bisschen Kristallwesen und so weiter und so fort. Hier haben wir Elite-Kristallwesen, ja, mitten in unserem Sektor, was natürlich eher schlecht für uns ist. Aber wir kommen damit klar. Ein bisschen. Meistens. So, wir gucken mal. Der Akmalakan-Schwarm wird schon nach Akubenz verlegt. Da sollen sie dann repariert werden. Haben sich gerade mit diesen Kristallwesen eben angelegt. Das war nicht ganz so clever auf jeden Fall. Aber das wird schon werden, denke ich mir. In Raprix erkunden wir gerade eine Anomalie. Und da steht auch schon wieder eine Wahl an. Was gibt es denn da? Achso, eine einzige und wirklich nur eine geologische Besonderheit auf diesem Planeten. Super, da kommt bestimmt was bei raus. Ja, ansonsten, der Narstate, unsere Verbündeten, haben hier ein Kolonisierungsschiff hingeschickt. Was natürlich blöd ist, weil wir hier eigentlich einen Sektor formen wollten, einen neuen. Sapir, haben wir das schon erforscht, das Ding? Oh, was gibt's denn da Schönes? Schwaches Magnetfeld, Bewohnbarkeit minus 5, Wachstumsdauer plus 5, aber üppig. Oh, dann gucken wir mal. Ja, komplett abgeflacht. Eine gründliche geologische Erkundung von Raprix 2a durch die Sothmul hat nichts Interessantes ergeben. Na toll. Tatsächlich ist der Planet außergewöhnlich uninteressant. Sein einziges Erkennungsmerkmal ist das Fehlen jeglicher Erkennungsmerkmale. Sicherlich gibt es Vertiefungen und Erhebungen, aber insgesamt gesehen ist die ganze Oberfläche von Raprix 2a Entschuldigung, unnatürlich flach. Die einheimische Flora und Fauna ist dementsprechend auffallend, sanftmütig und nicht beachtenswert. Yay! Das ist gut. Ja, alle Feldblocker dort wurden entfernt. Okay. Gut. Das ist ja immerhin schon mal was. Ja, ihr seht es, ne? Die breiten sich jetzt hier aus. Wir haben in Ceradon eine Wurmlochstation. Ich hoffe, die wird dann nicht irgendwie zunichte gemacht. Soweit der Planet da kolonisiert ist und dann ja nicht mehr von uns anfliegbar ist im Prinzip. Also doch, wir können ja da durchfliegen, das ist nicht das Problem, aber wir durften da, können dann nicht mehr bauen, denke ich. So, der Akmalakan-Schwarm ist in Akubenz. Ihr sollt euch reparieren lassen, Leute. Ihr seid da nicht zum Spaß. Incoming Transmission. Aha, was haben wir denn da? Log updated. See. Anomaly found. Oha, hier geht's Schlag auf Schlag. Gold wurde zum Premierminister vom Aztani Council gewählt. Toll, okay, gut. Gold, was hat denn der vorher für eine Aufgabe übernommen? Der hat doch bestimmt irgendein Forschungsschiff geleitet in Wirklichkeit, oder? Ein kleines rechteckiges Objekt auf der Oberfläche dieses Planeten reflektiert alle Sonnenstrahlen wie ein Spiegel. Unsere Scanner können nicht feststellen, aus welchen Materialien er besteht. Erforschen natürlich auf jeden Fall auf Raprix 4. Sowas hatten wir schon mal und da ist dann nichts rausgekommen, weil wir das nicht wiederfinden konnten. So, und wir gucken mal. Gold, war der nicht auf irgendeinem Forschungsschiff oder wurde der einfach wiedergewählt? Obsirki, Nubatsche und Fernfutsch. Ja, scheinbar wurde der gute Mann wiedergewählt, was natürlich gut für das Reich ist. Haben wir da mal jemand Erfahrenen? Nahel haben wir auf Akmalakan. Eigenschaften eifrig, okay. Wo kommen wir denn hier? Da kommen wir. Da haben wir die Gouverneure. Wo ist denn Gold? Dieses Thema, ne, das ist genau aus Crusader Kings 2 irgendwie. Ja, keine Ahnung, Gold ist auf jeden Fall irgendwo, denke ich mir. Ich weiß gerade nicht wo, sorry. Eigentlich müsste man den hier doch direkt sehen können irgendwo. Na gut,
Hier? Bist du Gold? Nee, du bist eine Hell. Na toll. Ja, ich jedenfalls. Gold wurde gewählt. Ich glaube, wiedergewählt in dem Fall. Haben wir Seradon gar nicht zu Ende erforscht? Nee, haben wir wirklich nicht, ne? Wir haben da nur diese Station hingebaut und das war's. Das ist natürlich clever von uns. Na gut, was soll's? Ist halt so. Kann nichts machen. So, und wir gucken ab und zu mal nach Davi Olimba. Nee, so war das eigentlich nicht geplant. Eigentlich war das mir so geplant. Ah, gleich fertig. Sehr schön. Ja, und da dockt die Flotte jetzt also doch endlich mal an. Die wird dann direkt nach JM weiterfliegen, sobald die repariert ist. Ah, Alien-Wandmalerei, okay. Während der Durchführung von Oberflächenscans von Raprix 1, okay, entdeckten Wissenschaftsoffizier Nuvace und die Besatzung der Sophomore einen anscheinend zugeschnittenen, mit Alienschrift bedeckten Felsbrocken. Da sie sonst keine weiteren Anzeichen auf Alienaktivität auf dem Planeten gefunden haben, ist es ein Mysterium, wie genau diese Wandmalerei hierher gelangt ist. Wir haben ein Spezialprojekt zur Übersetzung des Texts vorbereitet. Cool! Das hört sich sehr gut an. Die Sothmul, okay, in Raprix. Also sobald die da fertig sind, müssen wir da... Achso, hier, das wollte ich mir ja die ganze Zeit angucken, ne? Wir würden gerne ein angesehenes, begünstigendes Intent-Mitglied werden, wenn ihr uns haben wollt. Ja, natürlich, die Jungs wollten wir ja schon immer haben. Ja, wir haben mit Ja gestimmt. Der Nas-State auch. Cool, dann sind wir jetzt Mitglied. Hier drüben. Die Jungs sind das. Ja, herzlich willkommen, würde ich sagen. Freut mich. Was haben wir da eigentlich als neues Herrschaftsmandat? Orbitalforscher schon wieder. Ja, kannst du erstmal von der Backe schmieren. Sorry. Ist leider so. So, was werden wir denn zuerst kolonisieren müssen? Wahrscheinlich Yondus, ne? Das befindet sich hier am dichtesten dran. Und da können wir vielleicht, wann wird denn das fertig? In 37 Tagen. Also irgendwann am 11. Okay. System Survey complete. Aha, aha. Den haben wir dann. Die Cialin in Sempec. Das ist hier oben, denke ich. Nein, nein, nein. Das ist hier drüben, denke ich. Ja, da ist es. Sempec. Ein schönes System. Ja, doch. Kann man nicht mauen. Was gibt's denn hier? Ach so, kristalline Entitäten. Ja, die müssten wir mal aus dem Weg räumen ein bisschen. Wäre ganz cool. In Raprix, da gibt's eine Ozeanwelt. Oh, ernsthaft? Das ist natürlich mega gut. Also vielleicht ist es auch nicht so gut, aber ich meine, Raprix hat immer ein bisschen Energie. Was ganz cool für uns ist. Ja, macht euch doch mal hierhin auf den Weg. Milli ist unser Sprungpunkt im Moment. Na, wir gucken uns mal diese... Oh, doch, da würde ich gerne siedeln, muss ich ehrlich sagen. Da müssen wir vielleicht mal in Botios. Im Raumhafen direkt ein Kolonieschiff in Auftrag geben. Oh, die sind fanatisch pazifistisch geworden. Dafür nicht mehr Xenophil? Nee, wir nehmen hier den Jungs. Nehmen wir welche? Warum kann ich. Okay, hat das funktioniert? Keine Ahnung, warum es eben nicht funktioniert hat. Beim ersten Mal klicken.
So, ansonsten breiten wir uns irgendwo noch ein bisschen aus. Können wir irgendwo, Durabios gehört uns, ne? Inzwischen, ja. Panfutsch, eine neue Stufe, also unsere Forschungsschiff Offiziere sind inzwischen richtig gut. Das ist eine kontinentale Welt. Figizane wollten wir ja besiedeln irgendwie. So als arktische Welt. Construction complete. Der Akmalakan-Schwarm ist fertig. Und Dabi Ulimba, das ist unser Schiff, unser Kolonieschiff. Wurdest du gar nicht mit aufgeführt. So, dieses Schiff hätte ich gerne verlegt nach Yondos. Um diesen Planeten zu kolonisieren. Oh Gott. Das ist jetzt schwierig, in der Tat. Wir nehmen dieses Feld hier. So, das kostet uns natürlich schon wieder Energie. Also wir müssen irgendwann nochmal Energie ertauschen, glaube ich. Bei Gelegenheit. So, und dann kann der Raumhafen hier direkt ein neues Kolonieschiff bauen. Nein, kann er nicht. Okay, gut. Aber dafür ist der Akmalakan-Schwarm hier fertig. Und wird mal nach JM rüberfliegen. Ja, da müssen wir sehen, dass wir den Sektor irgendwie geschlossen kriegen, ne? Also, ich weiß noch nicht genau wie. Aber, nee, ich will da keinen zweiten Sektor anfangen, ehrlich gesagt. Na, mal gucken. Das wird schon irgendwie gehen, ne? Zur Not müssen wir hier irgendwie System Survey complete. Einen Außenposten irgendwo. Okay, der Akmalakan-Schwarm ist im System. Stellt aber keine Feindschiffe fest. Die hat doch nur so von Feindschiffen gewimmelt. Okay. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich bin ein bisschen sehr überrascht, muss ich sagen. Erkundet doch mal dieses System hier. Okay, das ist jetzt ernsthaft merkwürdig. Als wir da letztes Mal eingeflogen sind, gab es da so viele Feindsignaturen. Ich kann es nicht glauben irgendwie. Gerade. Jetzt sind wir da ganz umsonst hingeflogen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ja, was soll man machen? So, Akmalakan-Schwarm, dann verlegt mal ganz ans andere Ende unseres Einflussgebiets. Nach Brennus eigentlich, dachte ich, da scheint es plötzlich auch niemanden mehr zu geben. Die Feindflotten sind alle weg. Die haben sich zurückgezogen. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ja gut, dann dockt halt irgendwo an. Plötzlich sind alle Feindkontakte weg. Das ist interessant. Mehr oder minder. Auf jeden Fall sehr merkwürdig. Ja, im Beach, das sehen wir. Da haben wir noch einen vermerkten Feindkontakt. Aber überall anders. Vielleicht ist irgendjemand durch JBM durchgeflogen und hat die erledigt. System Survey complete. Ich weiß nicht. So, die Sialin in Xulbat
ist fertig. Das finde ich gut. Dann flieg doch mal nach Brynäs rüber und guck mal, was da los ist. Ja, Zulbats Moor wäre ein guter Wissenschaftsaußenposten für uns auf jeden Fall. Hier hinten ist es nur mit der Besiedelbarkeit sehr schlecht. Construction complete. Na, also da irgendwie, hier könnten wir mit einer arktischen Welt arbeiten, ne? Das könnte hier zusammenwachsen so ein bisschen. Und dann haben wir aber erst wieder in Figisar das nächste Bewohnbare, also wie das zusammengewachsen ist, falls das überhaupt jemals passiert. Das würde ewig dauern. So, wo haben wir fertig gebaut? Auf Davi Alab, okay. So, wir gucken einfach mal uns die Oberfläche ein bisschen an. Cool. Ob wir hier irgendwo was upgraden können. Hier zum Beispiel die Energie. Ohne Kontakt, okay. Erstmal müssen wir Kraftwerke upgraden. Das ist sehr wichtig. Das ist tatsächlich wichtig, ne? Weil wir immer unter Energiemangel leiden. Und so, hier können wir noch nichts upgraden. Können wir hier irgendwas Sinnvolles bauen den Leuten? Leider nicht. Schade. Hier können wir auch irgendwie nichts Sinnvolles bauen. Ja, wir sind in einem zuvor unbekannten Weltraumbereich kontaktiert worden. Sie nennen sich Mythfell Foundation. Sie behaupten, durch das Belauschen der Kommunikation eines anderen Reichs, mit dem wir Kontakt stehen, von unserer Existenz erfahren zu haben. Interessant. Eine theokratische Oligarchie. Evangelistische Zeloten. Okay, gut. Also die sind auch spiritualistisch, ansonsten haben die nicht viel mit uns gemeinsam. Inquisitor Erkal und der Rest des Religionsrats grüßen euch. Wir geben dem Mythbell Foundation spirituelle Führung und unser erklärtes Ziel lautet, diese großartige Nation auf einen Weg der Erlösung zu führen. Wenn ihr diesen Weg nicht kreuzt, können wir in Freundschaft leben. Yay, ich freue mich. Liebe ist nichts anderes als Freundschaft mit Musik. Jo. So, wo sitzen die denn? Sitzen die hier drüben? Ah, da oben sitzen die. Okay, also kommt hier unsere Ausbreitung. Guck mal, da haben wir noch die League of Tycoon Systems irgendwie. Also hier kommen wir uns erstmal nicht in die Quere. Da können wir in aller Ruhe erforschen, suchen, wo wir uns ausbreiten. Im Moment haben wir da ja noch nicht so richtig viel gefunden. Ich meine, wir können da schon ein bisschen siedeln und so, das ist nicht das Ding, aber es wird halt kein richtig zusammenhängender Raum leider. So, wo haben wir Feindkontakt? In Brynäs. Ja, na dann, Akmalakan-Schwarm verlegen. Ja gut, okay, die konnten wir also vorher noch nicht aufklären. Ja, springt doch vielleicht mal direkt hier rüber. So, was haben wir sonst noch zu tun? Ah, okay. Hier haben wir die Finfus. Und Trish ist fertig. Trish ist, glaube ich, hier oben. Ja. Ja, die Systeme hier haben sie sich einfach unter Nagel gerissen. Hier, ach, da gibt es Unmengen von Energie in diesem System. Hätte ich natürlich auch gerne gehabt. Yondos wird kolonisiert. Na, da gibt es natürlich auch Energie. Ja, Seradon, na, können wir vergessen. Gehört uns nicht mehr. Hier gibt es eine arktische Welt, immerhin. Wir können ja mal nach Nomotar fliegen. Mal gucken, was es da gibt. Spannendes. Also JVM sollten wir wirklich
sehr schnell. Uns schnappen, wie sieht's denn aus in Akkubenz? Wir brauchen noch ein bisschen. Brauchen noch ein bisschen sehr lange. Ja, hiermit haben die sich auch schon geschnappt. Also hier haben die sich eine super Portion Weltraum geschnappt, die wir eigentlich sehr gerne gehabt hätten. Ja, können wir nichts machen. Das ist jetzt leider so. Trotzdem ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ja, dann schnappen wir uns wenigstens noch Sapir und Ebtraban hier irgendwie, ne, und versuchen hier so ein Bobble aufzubauen und dann mal zu gucken, wo lange es hier weitergeht. Erstmal haben wir da noch ein bisschen was zu erforschen, denke ich. System Survey complete. Na, sehr gut. Dann kann dieses Schiff nämlich hier direkt dieses Projekt erforschen. Die Alienwand mal rein. Und Raprix werden wir, glaube ich, auch, ne, das hat Energie, so ein bisschen zumindest, werden wir, denke ich, zusammen mit Figisar und sowas dann tatsächlich besiedeln. Oh, minus 16 Energie, boah. Hölle. Oh, hier gibt's Krieg. Die Spuxulak Galactic Sovereignty hat dem Rayup Empire den Krieg erklärt. Das ist Rayup Empire und die Spuxu. Ach, das sind die hier. Also diesmal kämpfen die in die Richtung. Das könnte also ganz spannend werden. Der Frontverlauf hier bei Bait, Nefra, Baxam und Bissaldon. Da müssen wir mal gucken, wer da die Oberhand gewinnt schlussendlich. Hixa gehört bald uns. Was gibt's hier? Feindflotten in der Nähe. Wo? Ich würde gerne wissen, wo. Feindflotte. Sieht jemand eine Feindflotte? Wo soll denn das sein? Welches System bist du? Irgel? Ein Irgel? Ach, die kristallinen Wesen hier sind weitergezogen scheinbar. Oder haben sich da neu breit gemacht? Ist mir eigentlich egal, Irgel. Damit haben wir nichts zu tun. Ich weiß nicht, warum wir immer einen Irgel halt machen. Muss ich euch aber ganz ehrlich sagen. Ich meine, wir haben in Narbo eine Wurmloch-Station. Und nicht den Irgel. Von daher, keine Ahnung, was da abgeht. Da gibt es arktische Welten. Das sollten die sich eigentlich mal unter Nagel reißen. So, der Akmalakan-Schwarm springt hoffentlich gleich weiter. Lässt sich da nicht aufhalten. Da fliegt noch so eine Weltraumamöbe oder sowas. Ja, wir wissen, da herrscht Krieg. Ja, und wir müssen echt unser Energieproblem irgendwie in den Griff bekommen. Ja, da sind wir aus Irgel rausgesprungen, bis nach Claire, glaube ich. Ja. Das sind immer ganz merkwürdige Zwischenstationen, die die Schiffe da nehmen. Wo ich immer nicht so richtig weiß, warum. Wahrscheinlich liegen die gerade so am Rand des Einflussbereichs einer Wurmlochstation oder sowas, denke ich mir. Jetzt sind wir von Claire nach Botios gesprungen, super kurzer Sprung. Keine Ahnung warum. So, Akkubenz. 100 Tage noch, okay. Ja, die breiten sich hier ganz schön aus gerade, ne?
Da müssen wir mal gucken, dass das nicht irgendwie da komplett aus dem Ruder läuft. Und deswegen schnell JM für uns beanspruchen hier. Oh, was ist los? Ist der Akmalakan-Schwarm schon da? Ah ja, nach Bryn ist verlegt, sehr schön. Ja, dann feuerfrei würde ich sagen. System Survey complete. Aha. Bisialin. Ah, hier oben, Umbatur. Nein, was ist denn das? Ein Klasse B-Stern. Ah, okay. Ja, hat leider nichts weitergebracht. Schade. Was gibt's denn hier eigentlich? Eine Wüstenwelt? Na, nicht so geil. So, das hier scheint Mini-Kristallwesen zu sein. Die bewegen sich relativ schnell hier durchs System tatsächlich. Ah, jetzt scheint den Kampf angenommen zu haben. Oder? Ich weiß nicht, was sie da tun. Construction complete. Hostile fleet engaged. Auf Davi Alab. Haben wir ein Kolonieschiff? Okay, sehr schön. Das ist hier drüben. Die soll Raprix besiedeln. Und zwar dieses hier. Chef, Aprix, kolonisieren dieses Feld hier. Da kriegt wenigstens ein Feld Boni. So, und das reizt unsere Energie richtig nach unten. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie mal handeln, auf jeden Fall. Wen haben wir denn hier? Wir haben irgendwo friedfertige Händler, genau. Das Anathurian Empire. Da gucken wir mal. Wir bieten denen mal ein schönes Handelsabkommen an. Nämlich ein Forschungsabkommen. Wir würden von 16 profitieren, oder? Und sie von 13, wie es aussieht. Migrationszugang. Wenn ihr Bock drauf habt, haben sie nicht wirklich. Haben sie nicht wirklich. Aber Forschungsabkommen wäre mir schon mal wichtig. Ich würde euch Energie geben, Leute. Ah, die haben selbst Energie. Ach nein, ich brauche natürlich Energie. Ich würde euch natürlich Mineralien geben, weil ich nett bin und so. Sagen wir mal 300. Und würde dafür von euch noch ein paar Energie-Credits verlangen. 200. Die haben selber nicht richtig viel im Moment, wie es aussieht. Nee, die haben selber nicht richtig viel Energie. Was natürlich sehr schade ist, aber gut. Damit müssen wir jetzt halt irgendwie klarkommen. Also der Akmalakan-Schwarm müsste das eigentlich machen. Und jetzt Angebot S anzunehmen. Sehr schön. Wie sieht's aus? Sehr gut sieht's aus. Hostile fleet engaged. Situation log updated. So, und im Brynäs haben wir jetzt nämlich auch so ein paar Trümmer. Das heißt, das Forschungsschiff aus Raprix System Survey complete. Gleich mal reinbringen. Das Nomotar-System, wo ist denn das Nomotar-System? Die 5 Fuß, das muss irgendwo hier oben sein. Ja, okay. Nomotar-System, ja, so semi-interessant für uns. Hm.
Das System hier, was ist denn das? Solobar, ich kann gerade gar nicht sehen, ob wir das irgendwie schon erforscht haben oder nicht. Noch nicht erkundet hat, okay. Da gibt es auch eine arktische Welt drin. Aber da ist doch... Achso, das gehört dem Nahstate hier. Ja, dann erkunden wir das System eben mal. So, der Akmalakan Farm macht das, wie gesagt. Bis jetzt noch keine Situation Log updated. Verluste? Keine Verluste. Sehr schön. Dann geht mal irgendwo andocken. Naja, hier haben wir ein bisschen Hülle verloren. Macht nichts. So, in Raprix, das Projekt mit den Wandmalereien ist gleich fertig. Construction complete. Ein Akkubenz, was haben wir gebaut? Noch ein Kolonie. Haben die schon das nächste Kolonieschiff fertig? Ernsthaft? Fuck, sind die schnell. Ja, JBAM wollen wir auf jeden Fall kolonisieren. Man reicht mir dieses Kolonieschiff. Ohala. Und dann kolonisiere man mir diesen Planeten hier. Das ist ein kleiner Planet, aber das System ist für uns wichtig, weil es hier Unmengen von Energie gibt. Wirklich Unmengen. Und wir brauchen diese Energie einfach, nachdem wir ja schon hier diese 6 Energie verloren haben im Prinzip. 8 Energie sind es sogar, die wir da verloren haben. Und wisst ihr was? Mir fällt gerade auf, Konstruktionsschiff hierhin bewegen. Und weil da wollen wir natürlich unsere Energie unter den Nagel reißen. Hallo? Wie konnte ich das denn bitte übersehen? Außerdem nach JBAM können wir auch eins bewegen. Und ja, da müssen wir auf jeden Fall Energie abbauen und dann kriegen wir das langsam auch in den Griff, ne? Das sind 11 Energie, wer weiß, was in Chartan und Sobla noch rumgurkt. Das müssen wir mal noch erkunden alles. Und dann kriegen wir da auf jeden Fall ein bisschen Energie. Was natürlich sehr, sehr wichtig für uns wäre. Denke ich. Glaube ich. Habe ich so ein Gefühl. Ein bisschen. Ja, die Energie hier, die wird natürlich Sektoren zugeschlagen. Aber... Special Project complete. Da haben wir es schon. Wissenschaftsoffizier Nuvace konnte die auf Raprix 1 gefundene Alienwandmalerei zumindest in Teilen übersetzen. Es handelt sich um eine Gedenktafel für eine ausgestorbene Alienrasse, die in dieser Region der Galaxie einst ein kleines interstellares Reich unterhielt. Anscheinend wurden sie von den Schaffern der Gedenktafel ausgelöscht, eine Tatsache, die diese selbst zu bedauern scheint. Angesichts der Tatsache, dass die Gedenktafel älter als 300 Millionen Jahre ist, sind ihre Schaffer mittlerweile wahrscheinlich ebenfalls ausgestorben. Das vielleicht interessanteste an dieser Geschichte ist das Material, aus dem die Gedenktafel gefertigt wurde, denn trotz ihres Alters ist sie in bemerkenswert gutem Zustand. Ja toll, 150 Ingenieursforschung bringt uns das. So, und dann kann ich zwar vermuten, wenn ich denn die richtige Region hier finde. Man kann schon, ja, bewegt sich. Oh ja. Wir können also dieses Projekt erforschen. Dieses. Habe ich jetzt das richtige erwischt? Dieses Projekt erforschen. Dieses Projekt erforschen. Und dann dieses wunderbare System hier erkunden. Das ist nicht besonders groß, aber vielleicht findet sich ja hier irgendwas Interessantes. Keine Ahnung. Das hier scheint hin zu auch, ne? Mit den Wegpunkten, ja. Okay. Gut. Sehr hübsch. Tja, das war's für heute auch schon wieder. Geschätzte Kinder Souls.
ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dazuschaut. Wenn wir uns Hixa unter den Nagel reißen, hoffe ich zumindest. Ihr seht, ne, da gibt es ein bisschen Energie. Und ja, bis nach Zilutsch ist auch nicht mehr weit. Was natürlich sehr, sehr günstig für uns ist. Und hier oben breiten wir uns noch ein bisschen aus und suchen natürlich hier drüben nach kolonisierbaren Welten. Da haben wir ja schon ein bisschen was gefunden. Da werden wir auch ein bisschen was kolonisieren, auf jeden Fall. Ne? Parsax nicht, aber Menok, eine sehr große arktische Welt, werden wir früher oder später auf jeden Fall kolonisieren. Da müssen wir mal gucken, wo wir uns da ansiedeln auf diesem Planeten. Figisar werden wir noch kolonisieren, auf jeden Fall. Und ja, nach Haprix sind wir ja schon unterwegs. Also ich denke, dass hier drüben werden wir auch so einen kleinen Sektor irgendwie aufbauen. Müssen wir mal gucken. Das müsste hinhauen, ne? Raprix, Figisar, die müssten sich relativ schnell miteinander linken können. Und dann weiß ich halt noch nicht genau, wie wir das mit Menok machen. Weil ich auch nicht weiß, wo unsere Sektor-Obergrenze, was gibt's hier? Orbitalforschermandat angeblich, okay. Ja, vielleicht sollten wir das ja auch mal machen, endlich. Fortschrittliche Raumhafen haben wir bald fertig und die Wurmlocherzeugungsrate ist dauert auch nicht mehr lange. Das dürfte unsere ja, Grenzen hier zum Springen schon mal ein bisschen erweitern dann. Ne? 50% größer die Grenze, das heißt dieses System hier unten ist dann auch plötzlich mit drin. Ja, da müssen wir auf jeden Fall gucken. Ich werde das ja mal noch triggern gerade. New Aliens, ich weiß nicht, wo die sitzen, wer das ist. Aber wir werden es herausfinden. So, und dann müssen wir mal zusehen, dass wir irgendwann, wenn wir hier noch eine Wurmlochstation irgendwo gebaut haben, ja, Einflugsrechte, zivile Einflugsrechte bekommen, damit wir hier diese Alien-Spezies noch erwischen können. Und in dem Krieg hier scheint sich noch nicht viel getan zu haben, ne? Ist der Frontverlauf noch unverändert. Wir sehen leider nicht, was da vor sich geht. Wir werden es dann sehen, wenn der Krieg zu Ende ist, denke ich. Wie gesagt, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Kinder Souls. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Wünsche euch einen wunderschönen Tag und dass euch die Strömung des Universums immer gewogen sein mögen. Macht's gut und bis dann. Tschüss!